Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute schauen wir uns zwei Achievements an, die wir unter Ruf und dann Dragonflight drin haben. Und zwar habe ich die eben erledigt und ich will euch mal zeigen, wie die funktionieren. Einmal haben wir den Erfolg, man braucht eine Tusker-Familie und damit müssen wir Folgendes machen. Fangt einen Fisch mit 5 Freunden. Und dann haben wir noch ein zweites Achievement. Man braucht ein Tuskerdorf, fangt einen Fisch mit 10 Freunden. Dafür müssen wir das gleiche machen, das eine mit 5 Leuten, das andere mit 10 Leuten. Wir müssen da jetzt aber nicht angeln, sondern wir brauchen da erstmal ein paar Voraussetzungen. Erste Voraussetzung, die ihr braucht, ihr müsst bei den Tusker hier zumindest auf Renown 7 sein. Dann könnt ihr nämlich in den Tuskerladen oder in dem Lager da unten eine Harpune bauen. Und zwar diese hier, Harpune von Iskara. Da müsst ihr einfach nur 3 verschiedene Teile aufklauben, die da rumliegen. Baut die Harpune und sobald ihr die habt, könnt ihr die benutzen, um große Fische rauszuziehen. Es gibt da World Quest, wo ihr das machen könnt. Es gibt aber auch hier einen Spot, wo ich gerade bin. Und zwar hier auf den Koordinaten 33, 64. Und zwar hier in der Küste des Erwachens, in der Lava, haben wir eine kleine Insel. Und hier haben wir so ein, ja, Totem oder keine Ahnung was das ist, Sichtung eines großen Oschis heißt es. Und dort können wir einmal ein Item benutzen, und zwar ominöse Muschel. Und mit dieser ominösen Muschel können wir große Viecher beschwören. Diese ominöse Muscheln kriegen wir eigentlich beim Angeln raus. Ich habe da einen Haufen von. Und wenn wir die einsetzen, dann kommen solche Viecher, wie ihr hier seht. Und die müssen wir jetzt einfach mit mehreren Leuten gleichzeitig anhackeln. Seht ihr das? Und wenn wir 5 haben, gibt es das erste Achievement. Und wenn wir das mit 10 Leuten machen gleichzeitig, bevor wir die töten, gibt es das zweite Achievement. Mehr ist es nicht. Ihr könnt das hier machen und die Mobs so beschwören. Das ist die eine Alternative. Oder ihr macht das Ganze dementsprechend an einem von diesen World Quests. Da braucht ihr dann keine Muscheln quasi rauswasten und könnt es dann ganz entspannt bei dem World Quest machen. Die sind halt nicht immer ab, deswegen habe ich jetzt so gemacht, dass ich mir ein paar Leute zusammengesucht habe für das Fishing Event und dementsprechend das hier machen. Wir können es jetzt nochmal testen. Also wir gehen jetzt hier in die Nähe von dem Ding. Da haben wir sogar nochmal einen. Harpunen war auch drauf. Die haben auch ein bisschen Loot drin, ne? Also von dem her ist es jetzt auch ganz praktisch, die so ein bisschen so mitzunehmen. Ich zeige es euch nochmal. Also hier setzen wir die ein. Oh, jetzt habe ich sogar irgendein großes Viech rausgezogen, noch für ein anderes Achievement. Gibt es dann auch diese... Ah, schau mal, ich habe einen gigantischen Lavadrescher jetzt auch nochmal rausbekommen. Schauen wir mal, was der so droppt. Auch nichts Besonderes. Okay, da haben wir gleich dann auch noch das dritte Achievement. Und zwar 2 riesige Oschis bei einer großen Fischschichtung entdeckt. Und das haben wir jetzt auch noch mit dabei. Heißt, nicht nur 2 Achievements, wie ich am Anfang gesagt habe, sogar gleich 3 dabei. Genau, das war's soweit. Hier übrigens dieses Lava-Fischen habe ich freigeschalten mit Stufe 15 bei denen. Das haben wir hier, Lava-Fischen. Das braucht ihr aber nicht unbedingt. Da schaltet ihr dementsprechend hier einfach noch World Quest frei. Für die Achievements ist das nicht notwendig. Da braucht ihr tatsächlich nur diese Harpune. Gut, damit sind wir auch schon am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr es positiv bewertet. Heute la, bis zum nächsten Mal. Ciao.